Hier alle immer auf dem Sprung. Und unter ihnen Grisou, ein fast erwachsenes Känguru. Das Flaschenkind fühlt sich ganz schön stark. Schließlich hat es einen außergewöhnlichen Leibwächter. So ein bisschen ein kleiner Bodyguard kann man schon sagen von der Katze, aber es ist schon ganz witzig manchmal auch. Weil sie ja doch eigentlich mehr Angst haben müsste vor der Katze, aber schon schön so. Und die Beschützerin lässt nicht mit sich spaßen. Angefangen hatte der Tag mit Unannehmlichkeiten für die Tigersippe. Früh am Morgen Besuch von Professor Eulenberger. Das kann nichts Gutes bedeuten. Morgen. Blaswurst habt ihr schon fertig, aber ich brauche alle vier. Ne? Ja, heute kommt wieder die alljährliche Impfung der Tiger dran gegen die sogenannte Katzenseuche. Der Fachmann sagt Parvovirose oder Panleukopenie und gegen Katzenschnupfen. Alle Jahre wieder, sozusagen. Gut. Der erste Patient, Nachwuchstiger Altai. Der scheint von Tuten und Blasen keine Ahnung zu haben. Was, ich weiß nicht, ob sie leer ist. Die ist sehr schnell weggeflogen. Altai, komm her. So wie er guckt. Wir wissen noch nicht so recht, was das bedeutet. Ja, ist leer. Ist leer, gut. Ein unkomplizierter Patient. Aber jetzt die Mutter. So, die anderen sind ja drin, oder wie? Kämpft wie ein Löwe. Sie weiß, wo ich sie nicht treffen kann. Getroffen. Tochter Tabira betroffen. Ob die sich jetzt noch so einfach erwischen lässt. Auf der Afrika-Savanne. Alarmstufe gelb. Ja, wie spät haben wir das? Ja, kurz nach 9, Falk. Die letzte Inspektion beendet. Gleich gibt's eine Premiere. Für die hier. Sechs Thomson-Gazellenmänner. Eine Bockgruppe. Aus Hannover. Die ist jetzt gute drei Wochen hier. Die haben sich erst an den Stall gewöhnt. Dann draußen Vorgehege, das übliche Prozedere. Dann durften sie mal auf der Anlage gucken. Und ab heute sollen sie nur das erste Mal raus. Ich hoffe, das geht gut und die machen nicht gleich Blödsinn. Das einzige Problem, was wirklich interessant wird jetzt hier, was mich persönlich auch sehr interessiert, ist, das alte Gehege in Hannover war viel kleiner, also auch das Außengehege. Und unser Gehege ist recht groß. Interessant wird, ob die Böcke anfangen, eine neue Rangordnung zu erkämpfen, weil das erstes Mal mehr Platz da ist und sich doch diese üblichen Brunstreviere sich die Tiere bilden könnten. Das wird jetzt richtig interessant, ob die das machen, ob die Böcke anfangen zu stänkern miteinander. Also dass nicht nur mal einer mehr Chef ist, sondern vielleicht jetzt mehrere oder das zumindest versuchen. Also das könnte recht interessant werden, denke ich. Bei denen hier? Oder gibt's da schon Ansprüche? Der Leipziger Zoo will seit langem Elefantennachwuchs. Michael Templow überprüft den Paarungswillen der potenziellen Mütter Indra und Jin. Seit einer Woche ein morgendliches Ritual. Indra, mein Sonnenschein, ich komme. Indra, ich brauche bloß ein bisschen Lulle von dir. Indra, ho.
Ho. Pisch, 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 pisch. Ho. Pischen. Intra pisch. Pisch. So ist brav. Pisch. Intra pisch. Intra pisch. Du sollst mal nicht auf den Kopf kacken, sondern pullern. Intra pisch. Pisch. So ist brav. Fein brav. Ach, das ist herrlich. Viel schöner kannst du nicht laufen, hä? Mm. Kann jeder mal Schluck kriegen. Ah, so ist brav. Ja, du kriegst gleich was. So ist er brav. Intra fein brav, hä? So ist brav. Hm. Frisch gezapftes mit Blume. Für die Supernasen Kelvin und Mekong. Nun noch Chins Duftnote. So, Ching mal Häschen. Ching. Geh rum. Weiter. Du sollst dich hinlegen, du sollst bullern. Ching, pischen, los, fester. Pisch. Fester, so ist brav. Los, fest. So ist brav. Pisch. Pisch. Bist du Gesäßatmer oder was? Ching, ich hab nicht von Pupsen gesagt. Ching, pischen, los, fester. Fest. Ching, pisch. Pisch, 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 pisch. Also wenn sie da die Scheiße rein haben, da hast du aber noch. Das ist ja. Ey, ey, pass auf. Die sprach ich nicht dann schon. Ching, pischen. Pisch, 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 pisch. Ach, die Trickbiene wahnsinnig, aber komm, tut nicht. Nicht auf mich drauf setzen. Ching. So ist brav, fein brav, so ist brav. Brav, so ist brav. Heieieiei. Sieht doch gut aus, hä? So ist brav. Hast du mal was zur Belohnung, bitte? Danke. So ist brav, hä? Fein. Da war wohl mehr drin. Doch nicht auf die Menge. Aufs Aroma kommt's an. Das sieht doch gut aus, hä? Hm. Ihr könnt machen, ja. Ich schaff das hinter zu Calvin, ne? Tempi. Im Kellnerschritt. Die Runde geht aufs Haus. Die Gorillas sollen heute der Forschung dienen. Hier denkt allerdings niemand an wissenschaftliches Arbeiten. Doch nicht überall im Pongoland geht's um diese Zeit so bedächtig zu. In der Futterkammer stellt Daniel Geißler die Tagesrationen zusammen. Für Gorilla, Orang-Utan, Schimpanse und Bonobo. Wie fast immer ausschließlich Pflanzliches. Doch es gibt auch Ausnahmen. Also die kriegen auch alle mal ein Stückchen Fleisch die Woche. Also Mittwoch ist immer Fleischtag, da kochen wir dann so einen großen Topf mit Fleisch voll. Und da kriegen dann die Schimpansen natürlich mehr als jetzt die Gorillas, weil Gorillas wirklich nur minimal draußen mal Fleisch essen. Nur wenn sich mal eine Schnecke auf den Salat verirrt. Jo, das war's dann erstmal und dann fahren wir das jetzt rüber. Bei den Gorillas hat inzwischen der innere Wecker geklingelt. Frühstückshunger. Bei der zahlreichen Verwandtschaft muss die kleine Sola schnell lernen, sich nach der Decke zu strecken. Kilo Grünzeug, geputzt und geschnippelt, müssen gerecht aufgeteilt werden für die vielen hungrigen Affenmägen. Salat auch fürs junge Gemüse. Die ganz Kleine ist jetzt schon recht weit, also die frisst auch schon seit 3 Monaten so ungefähr immer ein bisschen mit von dem Futter. Und wo sie halt rankommt, wo Mutti sie ranlässt, da kaut die auch bloß ein bisschen drauf rum. Also die schluckt das noch nicht wirklich runter und versucht sich halt Muttis Hand immer ein bisschen ranzuziehen und dann mal ein bisschen was von der Mohrrübe abzuschnapsen oder sowas. Aber die trinkt natürlich noch die ganze Zeit alleine. Also das macht die jetzt nicht, um sich zu ernähren oder um satt davon zu werden. Das ist halt nur Interesse, um schon mal zu lernen, okay, Mutti nimmt das im Mund, also kann ich das auch essen irgendwann mal später. Nach einstündiger Kopfwäsche kann endlich aufgetischt werden. Ja, Stefan, ne, wenn ich unten was machen soll oder so, musst du Bescheid sagen. Ja, ich hab's jetzt schon angehört. Amüsegürl in den Schlafgemächern. Und die Küchenparade im Speisesaal. So, noch was? Nee, ne? So gut. Na,
ob die Gorillas ihr Obst nun auch selber pflücken. Ausgang für die neuen Thomson-Gazellenböcke aus Hannover. Ja. Also ich würde jetzt keinen unten hinstellen, weil ich denke mal, nee, da regen wir so bloß auf. Sie kommen. Schauen wir mal. Sieht gut aus. Alle Sechser. So sieht es erstmal gut aus. Sie kommen alle zusammen raus, bleiben auch relativ zusammen. Sind nicht verschreckt oder verstört. Also gucken jetzt erstmal, wie sie sich entwickelt. Statt Keilerei. Erkundungstour. Jetzt haben sie Stromschlag gekriegt. Das ist auch gut. Da haben sie gelernt, dass, da, dass das Aua macht, wenn ich da durch will. Der Preisleiter hat ja so einen stillen Raum. Das ist eine eigene Tommy-Zucht. Und das wäre ja noch eine schöne Sache, wenn hier 30 Tommys rausziehen auf die Riesenanlage. Stellt euch mal die Jungen dazu vor, jedes Jahr, 30 Jungtiere. Das hätte was. Von der Vision zurück zur Mission. Na, jetzt wird's interessant. Doch nicht etwa schreckhaft, die Niedersachsen. In Sachsen. Das war jetzt eine recht schöne und interessante Reaktion. Also einer kriegt Angst und alle flüchten zurück. Und was das Schöne ist, sie flüchten zum Eingang vom Gehege, weil da fühlen sie sich am sichersten. Und das ist auch ein schönes Zeichen für uns. Das bringt uns Sicherheit, weil wir wissen, wenn die Gefahr ist, wissen sie eigentlich, wo sie hin können. Aber jetzt geht's wieder auf die Wiese. Für wie lange bestimmt der Kurator? Was wichtig ist, dass wir aufpassen, dass sie nicht zu viel von dem Grün hier fressen, weil sie das nicht gewöhnt sind. Und das ist das Gleiche, als wenn man im Frühjahr ein Tier das erste Mal auf der Weide lässt. Muss man langsam die Tiere an frisches Grün gewöhnen, sonst kriegen sie unter Umständen Verdauungsprobleme. Also das wird der Faktor sein, der dann uns auch in einer halben Stunde oder irgendwann in nächster Zeit sagt, wir sperren sie heute wieder ein. Hm. Und denen schmeckt es gerade so gut. Sie guckt immer noch. Tabira kneift. Ja, doch, ist sie versteckt. Das gibt's nicht. Jetzt geht der Altai rein. Vielleicht lockt er sie heraus. Warte. Nee, noch nicht. Das ist eine ganz vorsichtige Katze. Das ist ganz. Sie erzählte ihr gerade, dass es gar nicht so schlimm ist. Man kriegt dann auch ein Leckerli und ein Bildchen. Altai kommt jetzt. Der hat ja schon. Und Tabira bleibt noch da hinten. Die muss noch. Tabira kommt jetzt. Ja, sie kommt, sie kommt, sie kommt. Alles, ja, hat sie. Gut. Geht sie gleich raus? Trauma fürs Leben. Ist okay. Da hat sich der Professor ja mal wieder richtig Freunde gemacht. Sie werden das vergessen. Aber es muss halt sein. Und es gibt ja auch welche, die das gar nicht weiter übel nehmen, haben sie gemerkt. Der eine hat sich sogar gefreut über den kleinen Piekser. Die andere ist von der Tarantel gestochen, dann in die Freianlage gesprungen, wo sie auch hin soll. Also, ist alles gut gelaufen. Und während der Professor die anderen Tiger, Tomak und Bella, verarztet, kommt Azubine Kirsten die schwierige Aufgabe zu, die Samtpfoten wieder zu besänftigen. Da habe ich jetzt eine Kombination mir mal geholt aus verschiedenem Huftierkot. Also das hier ein Mix aus Giraffe, Antilope und Zebra. Jetzt ein bisschen durchgerührt. Und das werden wir jetzt hier in so eine Papprollen füllen. Die eignen sich wunderbar, weil da kriegen sie es nicht so leicht raus. Ich werde es dann noch mit ein bisschen Schafwolle verschließen. Das riecht auch. Und dann werden wir es rüberwerfen. Und dann hoffen wir mal, dass wir sie wieder ein bisschen ablenken können. Dass das dann alles gar nicht mehr so schlimm ist. So. Aha.
Deo-Roller. Duftnote Afrika. Damit sollen die Tiger jetzt auf die Anlage gelockt werden. Altai! Es war mir fast klar, dass die jetzt noch nicht zu sehen sind. Die müssen sich jetzt erstmal drinnen ordnen. Altai! Tabira! Na, ob sich heute hier jemand blicken lässt. Tempi auf dem Weg zu den männlichen Hoffnungsträgern. Ja, nur mal die guten Sachen. Den vor der Nase tröpfeln. Guten Morgen, meine Herren. Na, wie sieht's aus? Calvin, alles frisch? Na, mein Freund, pass auf. Kleiner Schwab heute. Zack. Oh, das Interesse, das hält sich ja ganz stark in Grenzen. Dann riech, wenn's mal dran. Dann kriegst du noch mal die andere. Ja. Also normalerweise müsste das Interesse wesentlich höher sein an dem Urin. Das machen die sonst auch. Da gehen die an jeder Kuh einzeln vorbei. Wie sie es denn auch immer erzählen, da pinkeln die und dann fangen die an zu flämen, nennt sich das. Dann nehmen die eine Probe in den Rüssel, saugen das ein und spritzen sich das ans Jakobsche Organ. Das kann ich jetzt mit meinem Finger nicht vormachen, das haben die im Gaumen, weil ich gerade mal frisch eingepinkelte Hände habe. Und es dürfte jetzt momentan keine Kuh heiß sein, können aber jeden Tag wärmen. Und deswegen versuchen wir das mal mit diesem Gekleckere, dass wir nicht zufällig an dem Tag irgendwas, was weiß ich, was tun. Bloß der Bulle ist da nicht in der Herde und da ist schon passiert. Weil die sind bloß alle Vierteljahre ungefähr, alle Vierteljahre heiß. Und dann nur bloß 2-3 Tage, das ist relativ kurz. Für Kelvin wird heute ein ruhiger Tag. Also hier sehen wir deutlich, dass, wenn er es anzeigen sollte, keine Kuh heiß ist. Jetzt probieren wir das bei dem genau das Gleiche. Meckung, pass auf. Alles klar, du siehst genauso schlimm aus. Geh mal baden. Ja, guck mal. Mekong. Schon etwas interessierter. So sieht es dann aus. Ja. Jakobsche Organ. Schnupper da. Und wenn jetzt irgendeine körperliche Reaktion wäre, dann wäre die Kuh heiß. Und? Also ich sehe keine Reaktion. Da wird er ausschachten. Ja. Ja, jetzt haben wir alles im Gesicht. Na prima. Danke, ich bin nicht heiß. Naja, war eine Lüftung. Vielleicht klappt's ja morgen. Die Kängurus sehen vor lauter Laub den Wald nicht mehr. Sie kratzt das wenig. Aber Kerstin greift mit eiserner Hand durch und warnt Lehrling Maria vor zu großen Sprüngen. Mach das mal nicht alles so auf dem Haufen, weil sonst haben sie eine Treppe zum Raussteigen. Immer mit Mann, Kerstins Ziehkind. Grüße. Und nun sitzt du da. Wenn wir jetzt hier haken, haken wir dich mit weg. Das ist auf jeden Fall ein Highlight, dass sie jetzt schon so groß ist, so selbstständig. Und da dauert sicherlich auch nicht mal lange, bekommt sie keine Flasche mehr. Und wenn man aber den Bezug beibehält, also dass man sie dann trotzdem noch anfasst, weil es im Prinzip würde ich jetzt sagen, es lohnt sich, indem man sagen kann, okay, man hat mal ein Anschauungstier in Anführungsstrichen jetzt für Lehrlinge, die dann halt verschiedene Sachen am Känguru dann doch mal genauer sehen können als nur aus der Ferne. Grisou gefällt's. Na du, alte Zicke, Knuddelstunde, Knuddelstunde. Könntest du dich auf den Rücken legen, würdest du das machen, wa? Aber beißen sollst du nicht. Und für Maria erschließt sich eine ganz neue Welt. Ich kannte mich ja gar nicht jetzt mit Kängurus aus. Der Tischmeier hat mir erstmal das alles erklärt. Vor allem das mit dem Beutel und allem. Und dann wurden mir halt auch heute noch erklärt, wo die Zitzen liegen. Und dass das 4 sind und keine 2. War sehr interessant eigentlich schon. Aber jetzt müssen die beiden wieder an die Arbeit. Und Grisou bekommt Besuch. Hi.
Menschen Besuch. Daniel, kannst du mich hören? Ja, ja, Obert. Kannst du dann mal bitte Viringika rauslassen und die andere Süße? Jo. Was gibt's bei den Gorillas? Hier wird das Buffet eröffnet. Die kalte Küche ist heiß begehrt. Und am Rosinenbaum kann Kibara immer was abzweigen. Das hat Viringika auch ein Jahr lang alleine gemacht. Und Kibara hat immer daneben gesessen und zugeguckt, okay, Mutti holt was Leckeres da raus. Und hat immer versucht, ihr den Stock wegzunehmen, aber ist nie selbst mal auf den Trichter gekommen, da auch mal was reinzustecken und dann abzulecken. Und jetzt seit einer Woche, seit zwei Wochen oder so, macht sie es dann auch mal. Hat sie es irgendwann mal alleine versucht und ja, jetzt weiß sie das. Doch die Konkurrenz schläft nicht. Sola ist jetzt schon ganz auf der Höhe. Die ist ja wirklich in allem recht weit schon. Also ich nehme an, das wird auf jeden Fall schneller gehen als mit Kibara. Dass die, und sie sieht es ja von ihrer Schwester und von ihrer Mutter, dass man mit dem Stock da drin rumrühren kann und dann kommt was Tolles raus. Also die wird es vielleicht schon eher probieren. Nicht nur für die Pfleger und Besucher sind Mutter und Kind interessant. Biologie-Diplomandin Josephine Kalbitz sucht für das Max-Planck-Institut durch und Einblick bei den Affen. Ich beobachte jetzt Viringika für 5 Minuten. Und dann ist halt Kibara dran, dann Sola, je nachdem. Und das machen wir halt mit allen Menschenaffen hier jede Woche. Und da haben wir halt über, das wird halt seit 2001 gemacht. Und da haben wir halt bisher oder über die ganzen Jahre Entwicklung halt von den Tieren, wie sich jedes Tier entwickelt. Und wir können das halt auch später, wenn mal jemand nach bestimmten Dingen schauen will, wie das Grooming, was als Fellpflege bezeichnet wird, wie das die Tiere machen, da können wir halt immer mal in die Daten gucken. Wie war es damals, wie ist jetzt, was hat sich verändert? Viringikas 5 Minuten sind um. Jetzt wird der Fokus auf Kibara gelegt. Und jetzt sieht man halt auch schön, Kibara, also die rechte, das größere Jungtier, sie guckt jetzt, was die Mutter frisst. Und wenn Viringika das ein bisschen zu viel ist, dann drückt sie sie mit der Hand weg. Ja, aber es ist eigentlich normal. Ich meine, das ist ein Jungtier, die will spielen, die guckt, was passiert da. Sie guckt natürlich auch nach Sola. Was passiert mit Sola? Was ist das? Ein kleines Baby so ungefähr. Und deswegen für Kibara ist es gut und auch sehr wichtig, dass sie die Sola auch schon immer mal tragen kann, weil dadurch lernt sie halt, wie man mit Kindern umgeht, damit sie halt später, wenn sie eigene hat, ebenfalls eine gute Mutter sein kann. Damit auch künftig kein Baby hängen gelassen wird. Auf ihm ruht alle Hoffnung. Der neue Hornrabenmann aus Köln soll der verkümmerten Liebe zwischen Bonnie und Clyde neues Leben einhauchen. Im Pärchen fehlt der Kick. Das kann jetzt sein, dass wenn er, wie gesagt, so ein bisschen rumläuft und die sich auch mal sehen, gerade so an dem Holz sind da so Spalten drin, sich mal beschnäbeln oder so, dass er vielleicht die eben animiert, doch noch in Brutstimmung zu kommen. Das wäre eigentlich der Idealfall. Der zweite wäre dann natürlich, wenn es nicht so wird, dass wir dann einfach versuchen, die Männer auszutauschen. Aha, Animateur oder potenzieller Nachfolger. Kommst du oder kommst du nicht? Na, kommst du. Ne? Ja. So. Der erste Schritt zu einem anregenden Dreiecksverhältnis. Ob mit dem geheimnisvollen Fremden die Leidenschaft zurückkehrt? Also schön ist er ja, ne? Ein
Frauentyp, der neue. Aber Schönheit allein? So, also die haben das jetzt zwar mitgekriegt, dass er hier ist. Ihm ist das relativ wurscht noch. Unsinn. Sie guckt. Für Bonnie eröffnen sich völlig neue Perspektiven. Normalerweise ist es ja schon so, dass die Henne sich dann den Hahn aussucht und dann zu ihm hingeht, wenn sie es möchte. Die Qual der Wahl. Kleid oder der schöne Unbekannte. Da bleiben oder fremdgehen. Den Hannoveranern schmeckt's. Aber wie lange noch? Mal sehen, wie es einsperren klappt. Hallo. Grüße Sie. Sieht gut aus, Marco. Ja, wie handeln wir das jetzt weiter? Wir müssten nämlich hinten ja auch mal noch einen Handgriff machen. Denkt ihr, dass man das Tor mal zuschieben kann? Oder? Ich würde jetzt ja nicht mal allzu lange, also bis um 11 spätestens, weil sie fressen doch recht gut Grünes. Das muss nicht übertreiben gleich. Und ich würde sagen, um 11 rein und dann morgen halt ein bisschen länger. Ja, dann machen wir das ja. Ihr macht's oder lasst das Tor jetzt auf. Wir lassen das Tor jetzt offen und fangen dann mit zu. Und ja, genau. Oder ja. Und dann müssten wir sie aber. Auch gleich in Stall. Dann müssten sie gleich rein, weil wir sonst. Ja, klar, können wir machen. Kriegen wir die Zebras nicht vorbei. Ja. Gut, dann machen wir jetzt als erstes den ihren Stall fertig, da können die rein, dann gehen die anderen raus. Genau, so machen wir das. Okay. Ja. Also vorbei machen wir so. Gut. Das war's dann wohl. Mit dem großen Fressen. Ich denke mal, dadurch, dass sie wissen, wo sie hingehen, wenn wir jetzt hier auf der Anlage auftauchen, werden die auf jeden Fall auch, könnten wir sie bestimmt reindrücken. Und jetzt sieht es ja so, als ob sie von alleine auch schon wieder reingehen. So, gehen wir hinten runter. Ja. Obacht! Das haben sie 100% gefressen, wo es reingeht. Ja. Wir müssen hoffentlich den nächsten Tag hinten sich das noch ein bisschen angucken. Das kennen sie doch schon. Mhm. Das soll ganz nicht gehen. Kulinarischer Ausflug beendet. Revierkämpfe. Verschoben. Hinter den Kulissen Wunden lecken bei den Tigern. Los, Alter, komm mal raus. Das seh ich doch schon. Na fein. Doch jetzt lockt der Duft Afrikas. Komm her, Schatze. Na fein, geh mal gucken. Ist alles wieder gut, ha? Mäuschen, komm mal her. Jetzt mal noch eine zweite. Und dann habt ihr ja heute Zeit. Obacht. Achtung. Tja, wo gehe ich jetzt zuerst hin? Das hat ja jetzt nicht den gewünschten Effekt. Nimm das mal richtig auseinander. Na, irgendwie ist man hier doch noch verschnupft. Ob der Katzenschnupfenimpfung. Aber man sieht es unsicher jetzt allein hier draußen. Ja, schnell wieder zu Mutti. Was ich jetzt noch machen will, ist bei Bella und Tomat noch was rauswerfen. Also die werden sicherlich nur kurz dran schnüffeln, wenn sie überhaupt schon draußen sind. Dann müssen wir mal gucken. Vielleicht hat Kirsten auf der Nachbaranlage mehr Glück. Ach, ihr Schnuckis. Ja, ist in Ordnung. Ich bin jetzt ganz alleine. Oh Gott, jetzt bin ich wirklich die Böse. Oh. Tja, wer dem Tierarzt beim Impfen hilft, muss, ich mal bloß gucken, muss die Konsequenzen tragen. Ah, das war jetzt klar. Bella, geh mal gucken. Fein, meine Süße, geh mal gucken. Schnucki. Los, ehe es untergeht. Das ist ein Argument. Na wunderbar. Mäuschen, eine kleine Versöhnung für dich. Na gut. Das ist jetzt erstmal ihrs und da hat sie jetzt Zeit, das dann rauszufriemeln, wenn wir weg sind. Tomak hingegen hat auch ohne Spielzeug die Schnauze voll. Für heute. Den kleinen Pandas geht's heute an den Kragen. Lilo weit weg.
Nur Raki ist griffbereit. Unsere kleinen Pandas, die müssen dringendst ihre Staubimpfung kriegen und dann müssen die auch dringendst entwurmt werden. Und das sind natürlich gleich mehrere Sachen, die dann der Professor spritzen muss. Das ist natürlich für ihn schlecht, wenn er das hoch in den Baum reinpusten muss. Deswegen müssen wir sie wirklich mal fangen. Fangen. Dort oben. Vielleicht schafft Jörg es ja, sie mit Bambus unterzulocken. Meine Maus, guck mal hierher, komm. Alte Schnecke. Und mein Schatz, komm. Der Kescher, für sie unsichtbar. Liebe Maus, komm mal hier, komm. Ganz braves Mädchen, ne? Ganz feines Mädchen. Nur fein, siehst du. Guck mal hier, nur fein. Das war nix. Scheiße, 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 scheiße. Das wird wohl länger dauern. Heimlich, still und leise hat sich Katze JFK auf die Känguru-Anlage geschlichen, unbemerkt von den Pflegern. Känguru und Katze haben über die Monate Freundschaft geschlossen. Ja, die war halt von Anfang an, also wo ich Grisou aufgenommen habe, war sie halt von Anfang an mit dabei. Wo sie dann später hier im Zoo gewohnt hat, im Stall gefüttert wurde. Die Katze schnurrt dann ja immer mal mit rum. Aber da hatte sie halt ihre Leibeskorte quasi. Sie kannte die Katze, ihr hat sie nichts getan und die anderen Kängurus haben erstmal die Flucht ergriffen. Und somit hatte sie auch mal ihre Ruhe, weil am Anfang war ja noch nicht alles rosig gewesen mit den anderen Kängurus. Aber jetzt funktioniert es ganz gut. Und schon schön so. Aber die Katze ist zu weit gegangen. Ins Gehege darf sie nicht. Du Schnurzel, besuchen ist ja schön und gut, aber nicht hier drin. Die Verwandtschaft mag dich nicht sonderlich. So, Feierabend. Tschö, Dicke. Schicksal. Und schon ist man wieder allein. Aber in der Küche ist's auch spannend. Da bereitet Maria gerade Grisous Milchflasche vor. Ja, ist gut. Ja, 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 geht ja los. Na, nicht so hastig, Süße. Na, ganz kalte Pfoten von draußen, wa? Vielleicht. Hat sie kalte Füße bekommen wegen ihrer ungewöhnlichen Freundin. Die ist nämlich ein hohes Tier. Sie ist Nachkomme von unserem Chef, seiner Katze zu Hause. Ist eine Nachzucht von seiner Katze. Und daraufhin haben wir sie halt Geschäftsführerkatze genannt. Ein bisschen auf Sächsisch, ne? JFK. Ja. JFK, Geschäftsführerkatze. Und Bodyguard in einem. Nein, 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 da ist gar nichts mehr drin. Gucke. Alle. Komm, hier ist alle. Kommt nur noch Luft. Aus die Maus. Mach mal Licht aus. Schlaf schön. Gute Nacht. Nacht. Bis morgen. Ja, Nacht. Füße einziehen. Und dann gibt die Geschäftsführerkatze endlich ihren eigenen Geschäften nach. Der Hornrabenmann, noch immer außen vor. Falk spielt Amor, möchte die drei miteinander bekannt machen. Naja. Dann kann er wirklich auch mal darüber gucken und sich die Henne mal anschauen. Beziehungsweise die anderen können ihn ja mal angucken.
Das heißt, es ist erstmal okay, wenn die sich sehen, ja, und er mal da durchglotzen kann. Und dann können wir mal gucken, was die anderen so machen. Also ich hoffe, dass er mal hier raufgeht. Freie Bahn für den Herzensbrecher. Der erste Blick kann entscheidend sein. Und das Lächeln des großen Verführers. Lilo. Nicht zu fassen. Das können wir den ganzen Tag machen, Schnecke. Ganz ordentlich einfach. Das schreit nach Verstärkung. Oh, Scheiße. Jens, kannst du mal fix kommen? Zum kleinen Panda, mir mithelfen. Beim Fangen schnell. Mensch, die junge Schnucke, du bringst den alten Mann richtig aus der Puste. Oh, Scheiße. Jens, da drüben, dein ersten Käfig, der erste Verjährer steht mir im Kescher. Ich hab's gesagt, gut, ist gut. Ist gut. Gut. Uiuiui. Wer hat hier wen geschafft? So, warte mal, stell mal bloß noch was ein. Ach, oh, ich sag dir. Das junge Mädchen, die hält ihn ganz schön in den Sack. Ach, Knasse. Kannst du mal Professor Ollenberger anrufen, dass der jetzt sofort dann herkommt? Ist ganz gut, mein Schatz. Wir haben die Pandas. Können sie impfen kommen gleich? Gut. Okay, danke. Tja. Da gibt's erstmal keinen Ausweg. So, lass mal die jetzt einfach mal hocken. Ist gut, schnell. Luna, Solas Halbschwester, hat inzwischen schwer zu verdauen. Da hilft Bewegung an der frischen Luft. Getobt, Zeit zu entspannen. Doch für Viringika, Kibara und die kleine Sola wird's jetzt ernst. Die Forschung ruft. Mutter Viringika soll in einer Studie vom Max-Planck-Institut zeigen, wie schlau sie ist. Viringika, Gekosch! Hier. Guck mal hier. So, wollen wir's wagen? Ja, ich mach erstmal die Rolle hoch. Antje Girnd, die Biologin, bittet zum tückischen Tisch. Für Viringika. Eigentlich eine einfache Übung. Auf der einen Seite ist ein Loch in der Scheibe und auf der anderen Seite ist ein gemaltes Viereck in derselben Größe wie das Loch. Und wenn ich das jetzt nach vorne schiebe, wenn ich das Futter dahinter lege und während Lika das versucht, da drüber zu ziehen, fällt das Futter natürlich ins Loch. Während auf dieser Seite hier, wenn sie sich für diese Seite entscheidet, kann sie das Futter hier rüber bewegen und zu sich holen. Viringika. Doch der Spieltisch. Komm mal her. Und gute Worte. Und süße Trauben. Viringika. Scheinen heute keinen Affen hinter der Kamera vorzulocken. Aber andererseits. Für eine Traube. Prima. Ups, das ging daneben. Wir wollen damit schauen, ob Sie den Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung verstehen. Wenn ich versuche, das Futter über eine Fläche zu bewegen, die keine ist im Prinzip, dann fällt es rein. Also im Gegensatz dazu, dass ich die ebene Fläche habe und da das Futter zu mir bewegen kann. Also im Prinzip, ob Sie Kausalität verstehen.
Wir haben die Studie mit allen Arten gemacht, also auch mit Schimpansen, Orang-Utans und Bonobos. Und sie waren eigentlich alle relativ gut. Bei den Gorillas war tatsächlich Rengika die Beste. Na, das lässt ja hoffen. Was sehr schwierig ist, ist die andere Bedingung, die ich jetzt nochmal machen werde. Neues Spiel, neues Glück. Das Traubengrab ist diesmal auf der anderen Seite. Faites votre jeu. Na bitte. Also hier hat sie meistens die falsche Seite gewählt. Im Gegensatz zu jetzt ist die richtige Seite. Also da hat sie meistens die Seite mit dem Loch gewählt. Man lernt halt immer noch dazu. Und vielleicht wird Sola sogar im Schlaf gegeben. Also ich habe halt immer den Eindruck, dass es irgendwie so ein bisschen veranlagt ist, die Art und Weise, wie sie an Aufgaben rangehen. Ob es jetzt eine höhere Motivation ist, die bei Mutter und Kind dann da ist, oder halt, ob sie einfach sozusagen schlauer sind. Aber häufig ist es so, dass bestimmte Tiere einfach besser in vielen Studien abschneiden als andere Tiere. Also das ist einfach nicht nur zwischen den Arten variiert, sondern auch sehr stark zwischen den einzelnen Tieren. Ja, manche sind eben ein bisschen fixer als andere. So, dann lassen wir mal raus. Da geht das mal Rengika mit rüber. Nach einer halben Stunde Wissenschaft hat die Wissenschaft los, ihr Schneckchen. Alle geschafft. Bei der Frage, wer mit wem, wird der Neue aktiv. Und offenbart ganz eigene Vorlieben. Ach, vielleicht ist er jetzt so angetan so von dieser Sache da unten. Also die beschnäbeln sich ja in diesem Spalt da, Türspalt. Dass er das andere gar nicht so richtig checkt, dass er da viel besser gucken könnte. Was ist schon ein Blick? Gegen direkten Körperkontakt. Und die festgefahrene Beziehung? Nee, wir waren eben noch da. Bonnet nee. Und Kleid? Ah ja, sitzen beide draußen. Hm, ganz munter. Normalerweise ist es so, mit der Futterübergabe, es ist schon häufiger, dass der Hahn, sag mal ruhig, dass der Hahn der Henne was gibt. Aber das geht dann auch des Öfteren hin und her. Also da geht es dann mehr ums Zeremonielle, nicht mehr so Paarbindung. Der Neue hat alte Leidenschaft entfacht und seine Schuldigkeit etwa getan? Genau. So sollte das sein. Das kann er so schön sehen. Ja, aber ob ihm das gefällt? Spiel mit dem Feuer. Also sagen wir mal so, ich habe jetzt erstmal die Bühne gebaut, ne? Sozusagen. Was die dann draus machen, ja, das muss man sehen. Und naja, Paaren müssten sich dann natürlich auch irgendwann mal, ne? Damit was passiert. Also das wäre eigentlich so der Plan jetzt. Na, hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Einfach hier noch mit drüber, Jens. Direkt drüber. Einfach drüber jetzt. So genau, das Lilo. So, doppelt gesichert. Ist gut, schnell. Ich habe bestimmt jetzt ihr Leben lang verschissen bei ihr, aber ich meine, das nützt ja nun mal nichts. Ich werde mich versuchen, jetzt die nächsten Tage wieder sehr einzukratzen. Und dann endlich kommt der Professor. Na? Neuer Fänger. Hallo, Professor. Na, ist gut. Spritzkur für den kleinen Panda. So, okay. Kann man das machen. So, jetzt noch das Wurmmittel. Ja. Kann man das hier hinten rein noch machen? Ja. Schalt die mal vorne fest. Dann krieg ich das jetzt intramuskulär. Okay. Gut. Hinten wartet der Nächste. Ich lass die aber schon mal. Ihr die kann raus, frei. Ja, ja. Okay.
Alles gut, mein Schatz. Alles gut, Lilo. So, ist gut. Ist gut, meine Schnecke. Ganz ruhig. Sie erlöst. Er hat's noch vor sich. Ich habe sowieso Angst vor Spritzen. Das kann aber nicht wahr sein. Und gut, okay. Alles gut. Da haben wir doch schon. Raki, der alte Katzenbärmann. So, hier, jetzt müsste es gehen. Okay. So ist der Rest. Alles klar. So, aber jetzt geht's ab in der Anlage. Raki hat's geschafft. So, mein Schatz. Und der Professor auch. Es war seine letzte Impfung. Nach unserem Plan ist es jetzt die letzte. Und dann wissen meine Nachfolger, die den Plan für nächstes Jahr erfüllen. Den stelle ich Ihnen aber noch auf. Was gab es früher für Planerfüllung? Prämie. Mal sehen. Hört es jemand? Ja. Okay. Gut, also dann. Okay, ciao. Na dann, Glückwunsch zur Planerfüllung. Publikumsliebling Horst fristet mit seinem Freund Harry ein Schattendasein. Doch damit ist jetzt Schluss. Micha Ernst will gemeinsam mit Horst ins Rampenlicht. Wir machen Dreharbeiten für einen Kinderkanal, das heißt irgendwie Ollis wilde Welt. Das ist so ein psychedelisch aussehender Löwe. Und der stellt immer Fragen und ich darf sie beantworten, zum Teil. Und den anderen Teil bestreitet er. Die Hauptfrage der Sendung ist, warum spucken Lamas? Und da geht es natürlich dann im Allgemeinen um Kamele, also Neuweltkamele. Und da geht es ums Spucken und ums Fressen und ums Tragen und ums Reiten und na, alles, was man so machen kann mit denen. Die Rolle ist Horst ja, Meister. Quasi auf den Leib geschrieben. Sowas kann man einfach nicht ablehnen, oder? Schauspielerische Glanzleistungen von Lama Horst und Micha Ernst in der nächsten Folge. Außerdem die Erdmännchen eiskalt erwischt. Und Neuigkeiten in Afrika. Giraffe Gusti hat Nachwuchs. Elefant, Tiger und Co.